Ein herzliches Willkommen zurück. Dieses Geräusch, ne? Das wirkt immer, als ob wir entdeckt werden. Ich wollte noch ganz kurz mal schauen, ob wir auch hier... Das war eine Garage. Ah, fülle deine Munition auf. Geht das auch? Munition und andere Gegenstände. Komm, wir gehen mal kurz hier rein. Und kostet ja alles so. Hier, Pfeile? Das ist ein Wurfmesser. Ich meine, wenn wir den Außenposten jetzt leise einnehmen, eigentlich brauchen wir keine Munition. Verbrauchsartikel. Und was ist das? Sprengfall. Fülle deine Munition auf und dann komme ich hier rein und kann... Okay, dann ist das... Weil unsere Uzi ist doch leer. Wie soll ich denn das verstehen? Na, guck mal, wir haben... Gefühlt null Schuss. Ach, jetzt. Dann mal bei 482 Dollar. Ach komm, das ist... Ja, ja, komm, bezahl den Scheiß. Wir werden auch genug Geld haben. Was macht Boomer da? Ja, weil wenn wir den leise einnehmen, sollte es eigentlich null nada Problem sein. Weil dann brauchen wir gar keine Munition. Was ist das denn da hinten? Ach, das ist eine Geisel. Was ist hier denn die ganze Zeit los hier? War zu hoch. Bleibe ruhig, Boomer. Bleibe ruhig. Komm mal kurz her, ja? Ach, das sind Hunde. Das sind Truthahn. Was? Alter, der Hund, ne? Ich bin sofort bei dir, Geisel. Ich muss hier nur die Leute plündern. Ich möchte gern plündern. Ich möchte nicht... Was hat denn hier gerade geblinkt? Hier hat gerade irgendwas geblinkt. Was ist eine Pflanze? Oh Gott, was passiert denn hier gerade? Hier so viele Geräusche und ich weiß nicht, wohin mit mir und der Welt. Hi, was ist denn los? Was kannst du mir was erzählen? Jemand hat bei dieser furchtbaren Brücke Vorräte von Edens Geld geklaut. Wir finden den Dieb nicht, aber ich wette, er ist ganz in der Nähe. Schaukeln? Da ist ein Prepper-Versteck. Brücke der Tränen. Und da ist ein Quad. Wir machen erstmal den Außenpost. Wir können da immer noch hin, ne? Das... Es läuft nichts. Oh, hier liegt der andere Typ. Hier läuft der überhaupt... Oh ja, wir streichen so... Ach Gott. Könnte ich noch... Kann sich irgendjemand noch an Far Cry Primal erinnern? Ich weiß, das war nicht das Mega-Monster-Spiel, aber... Schon allein... Puschel die ganze Zeit zu streichen. Ich habe nämlich den krassesten Wolf der Welt Puschel immer genannt. Und tatsächlich kommt aus Far Cry Primal Karl. In The Long Dark nennen wir einen gewissen Bär mal Karl. Und der Name kommt aus Far Cry Primal. Ist okay. Schleicht er mit uns? Boomer, schleichst du? Boomer? Oh. Die Frage ist, wo er... Boomer? Hey, Kumpel. Kann Boomer schleichen? Ist die große, große Frage. Ja, er schleicht, ne? Ist okay, Boomer. Psst, 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 psst. Ich muss sagen, wir sind schon ein bisschen krass, ne? Durch den Berg gucken und so. Wo ist denn der Nächste? Boomer ist okay. Psst, psst. Bleibe ruhig. Wir schaffen das, ne? Mal hin. Das ist ein Truthahn. Ich krieg die Macke. Wir könnten die Bäden auch mit einem Köder. Oh. Ich hab Angst, dass der Truthahn uns irgendwie... Super, super sauber. Liebig. Liebe ist, wenn es einfach nur ohne Krach, Bum, Bang funktioniert. Mag ich sehr. Aber Boomer schleicht, ne? Also der verrät uns nicht. Bis jetzt ist Boomer
netter NPC. Wollen wir mal kurz... Ich glaube, ich will nur kurz drauf... Nee, will ich nicht. Ne, den hat man nicht freigeschalten. Ich will da nicht drauf sitzen. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich falle immer wieder drauf rein, ne? So. Sehen wir denn schon von hier aus irgendetwas? Das wird jetzt witzig, Leute. Das ist der Versuch, einen Außenposten leise einzunehmen. Da haben wir genau nur eine Chance für. Wild Jam. Genau eine Chance haben wir dafür. Komm, Boomer. Komm. Außenposten. Action. Oh, tatsächlich. Willkommen. Sobald ein Sektenaußenposten befreit ist, hast du Zugriff auf neue Missionen und Geschäfte. Sektenaußenposten verfügen über bis zu 3 Alarme. Wirst du entdeckt, bevor du sie entschärfen konntest, wird Verstärkung gerufen. Wenn du einen Sektenaußenposten unentdeckt befreist, erhältst du Geld als Belohnung. Yeah. Genau. Apropos Geld als Belohnung. Wir haben doch jetzt hier schon wir haben jetzt schon 7 Punkte. Knacke heimlich die Schlösser von Safes und Türen, die keine Schlüssel. Das mache ich auf jeden Fall. Das nehmen wir. Erwerben. Sehr gut. Was wollen wir als nächstes nehmen? Dass ich immer schon einigermaßen weiß, ich hätte gerne mehr Waffenslots. Wo kriege ich denn das her? Trage mehr Faustwaffen. Nein, das ist falsch. Für mehr Gegenstände. Wo sind denn hier eine Waffe? Schnelles Nachladen, ziehen, wechseln. Nein. Was ist das? Nein. Ich werde es noch finden. Wartet ab. Nein. Nein, 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 nein. Trage mehr MPs und Schrotflintenmunition. Na, okay, die Munition. Mehr Pfeile. Wir könnten natürlich auf mehr Pfeile gehen, ne? Aber wir wollen ja irgendwann noch eine Sniperwaffe haben. Von daher frage ich mich. Das ist hier doch alles so. Gewehrmuni. Trage mehr Gewehr und Munition. Das ist alles nur Munition. Wo war denn hier? Wartet. Kosten, Streuung, funktioniert auch Arcade. Ich werde es dann schon finden, Leute. Ich werde es dann schon finden. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen konzentrieren. Zum Glück sehen die Augen meiner Spielfigur mehr als ich gerade. Ich konnte zwar blitzschnell Brüste in Far Cry Primal erkennen, aber das aus dem Grund, dass ich sie dann nicht anschaue, die Brüste, dass ich sie dann nicht zensieren musste. YouTube mag Brüste nicht so. Sag mal, dieser Baum. Was ist denn das für eine Verpixelung, bitte? Also meine Auflösung. Ich habe alles auf Ultra, falls jemand. Ich hatte schon den Truthahn. Sind die Truthähne jetzt die neuen? Die neuen. Das ist eine Geise, ne? Ich brauche die. Wow, was ist das denn? Oh Gott, ich höre es doch. Lass mich in Ruhe, Herr Truthahn. Wo sind denn hier die Pfeiler? Oh, da ist jemand. Die Pfeiler. Wo die Alarme dran sind. Wo sind sie denn? Wo ist der Truthahn? Da ist der Truthahn. Ich habe das Gefühl, ich muss den Truthahn ausschalten. Und diesen Wagen dort? Gehört dieser Wagen zum Außenposten? Da ist einer. Okay, die Lautsprecher. Ich brauche noch mehr Lautsprecher. Hilfe, da ist schon wieder jemand. Ich gehe nochmal mit dem Fernglas ein bisschen rüber. Ist das einer? Nein, nein, nein. Ich dachte gerade, das sei ein... Ist das ein Bär? Was ist denn das? Ist das ein Bär? Da ist ein Bär drin, oder? Übrigens, einen Köder zu schmeißen und ein Raubtier in den Außenposten reinzuschmeißen, gilt auch. Ah, die haben gesagt, bis zu 3, ne? Ich glaube, der hat nur einen Alarm.
Geht übrigens auch als leise. Könnte ich ja irgendwie auch versuchen. Ich fress hier gerade mein Mikro auf. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, Boomer, du bist leise. Ey, da kommt schon der nächste Wagen. Willst du mich dann vereiern? So geht das nicht. Und das sind hier alles... Guck mal, wie sie da stehen. Die Idioten. Okay. Kann nur furchtbar werden. Wir sind alle Sünder. Okay, wir haben schon mal einen Schlüssel. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünder. Lag da was? Allzu gut. Da liegt irgendwas, da liegt ein Zettel. Sie ist ein Gift. Sicherheitshinweis. Hinweis an alle Pflücker. In diesem Jahr sind die Bären zurückgekommen. Denkt an die Sicherheitsregeln. Pflückt immer zusammen mit einem Kollegen, räumt alle Lebensmittel und allen Müll weg. Passt bitte auf euch auf. Doc und Debbie. Das ist uns. Absolut richtig. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt... Deswegen gibt es auch in den Nationalparks überall... so eine... ja... da gibt es Behälter, wo man, wenn man mit Auto unterwegs ist oder so, da kann man halt seine Sachen reinpacken, dass die Bären nicht in das Auto einbrechen, was sie gern machen. So, jetzt müssen wir ein bisschen... Das heißt nicht, dass wir schon alle markiert haben. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendjemand mit bloßem Auge sehe. Ich gehe nochmal mit der Kamera drüber. Die sieht ja anscheinend mehr als ich. Psst, Boomer. Ist okay, Großer. Geh mal weg hier. Fange ich ihn an? Beim Alarm am besten, hä? Huh? Da steht direkt so einer. Das ist natürlich unpraktisch. Da ist der Bär. Da oben ist der Sniper. Ich gehe von rechts ran. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Weil der Typ beim Bär ist auch beschäftigt. Wir könnten uns da oben verstecken. Und versuchen, den Bär aufzumachen, aber... das geht, weiß ich nicht. Wo ist ein Boomer? Also ich bin mir nicht sicher, ob Boomer wirklich leise ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber bis jetzt macht er nichts, ne? Also... er uns? Oh, guck mal. Da ist einer. Okay. Was? Ich will F. Ist nicht gerade unwichtig. Die Leichenwechselschaft tatsächlich. Glaubt mir. Vertraut mir. Alter, wenn ich den Bär schon höre, ne? Wenn ich den Bär schon höre, da kriege ich leichte Panik. Da kriege ich Long Dark Flashbacks. Warum kommt denn jetzt hier so aufreibende Musik?
ob mich jemand entdeckt hätte. Lass das doch bitte, Musik. Lass mir doch den Glauben, dass ich das schaffe. Ohne... Wie komme ich denn da rein? Gibt es hier hinten auch einen Eingang? Ich muss den schnell wegschaffen oder den schnell töten. Eins von beiden. Ich sollte mir irgendwas aussuchen davon. Das sind die Bienen. Na, dreh dich um. Ja. Ja, du kannst alles erreichen. Zum Beispiel dumm sein und einer Sekte beitreten. Sieht bestimmt super bescheuert aus in der Facecam. Ne? Ich glaube, ich bewege mich. Ich will es mir gar nicht anschauen. Ich mache einfach weiter und lass mich nicht irritieren. Oh, da ist ein Zettel. Kann ich auch noch später lesen. Nein. Hau doch nicht immer die Leute, Mensch. Die sind schon tot. Was ist mit dem Bär? Der Bär macht mich ein bisschen kirre. Okay. Warum redet er gerade über Stream? Möchte dir jemand Kritik an Twitch äußern oder an Streaming-Plattformen? Ja, der Bär reagiert natürlich auf Boomer, ne? Was war denn das gerade? Ich höre hier Sachen, die sind irgendwie creepy. Ich versuche dann das auch mal mit den Bienen. Ich weiß nur nicht. Eigentlich gegen Bienen sind ja Feuer am besten. Ich glaube, wir haben einen Schlüssel hierfür, ne? Hallo? Da oben ist er. Was auch immer der Bär da macht. Bleibt er da so stehen? Oh, die Musik, ne? Kann ich sagen? Dass er zu irgendwas beifügt? Da steht der Inner. Oh, warte mal. Schnuffi, Schnuffelbuma, lass mich durch. Buma? Oh, ich muss auch Luft holen, Annika, Luft holen. Nicht hier umkippen noch. Ich halte immer die Luft an, wenn ich so angestrengt bin. Passiert mir oft beim Spielen. Oh, ich muss sagen, ich liebe es, also das so schleichend zu machen. Weißt du, ne, dieses... Oh Gott. Es macht halt einfach Spaß. Also ich finde, das macht irgendwie Spaß. So. Jetzt kümmern wir uns um den Sniper. Oh, wie er mitsingt. So witzig, wie sie mitsingen. Der hat ja sogar Talent, muss ich sagen.
Gott, bleibt er da so stehen? Noch vier Leute? Wo sind denn die vier Leute? Oh Gott, ist hier wirklich nur noch einer? Es tut mir auch leid, wenn ich nicht viel rede. Das ist nicht meine Stärke, wenn ich angespannt bin. Da muss eine Weste. Okay. Einer wird mir noch angezeigt. Hier, da geht's runter. Gehört der Bär auch zum Außenposten dazu? Falls ich verstehe, was ich meine. Ich gehe den Alarm ausstellen. Hier wirklich nur noch der eine Typ. Wo kamen denn diese anderen Pfeile her? Ja. Na, stehst blöd rum? Sollst bei der Ernte mithelfen eigentlich. Okay, da steht da. Ich würde gern vorher den Alarm ausschalten. Ich hoffe, das bringt nochmal extra Kohle oder so. Wo läuft er denn jetzt hin? Die tut nicht der Seele gut. Die nervt mich unglaublich. Bringt mich fast sogar aus dem Konzept, wenn ich ehrlich bin. Willst du mir was zeigen, Boomer? Ist da was? Aber ich summe gleich mit, ne? Ich muss auf die Bienen aufpassen. Ich hoffe, hier ist niemand, ne? Da ist der Alarm. Willst du mich verarschen? Ein Sheriff? Wer bist denn du? Du bist eine Geisel, ja? Ah. Was ist das hier? Das ist schon ein bisschen cool. Wir haben den Alarm ausgeschaltet, das ist ein Traum. Jetzt werden wir noch den Typen da ausschalten. Und ich muss mal durchatmen, das ist wirklich keine... Gibt Sachen, die kann ich nicht gut und das ist zum Beispiel atmen. Yeah, mit Feuerwerk. Feuerwerk! Unentdeckt, ja. Yeah. Da auf einen Schluck Kaffee. Verbrennt es! Oh Gott, ja. Hey, wer bist du? Wir haben erfahren, dass Grace in der Lamb of God Kirche sitzt und auf Kultisten schießt. Nimm eine Waffe, kein Problem. Schützin, kann aber bestimmt Verstärkung gebrauchen. Amy Lee ist ein Soldat. Den Kampf zu Ihnen. Nee, danke. Danke. Ich hab Boomer, der reicht. Das war wirklich grandiose Arbeit, Deputy. Danke. Hab ja gesagt, dass es eine Menge Leute gibt, die sich gegen Eden's Gate zur Wehr setzen wollen. Ja. Die brauchen nur einen Anführer. Sieht so aus, als hätten sie ihn endlich gefunden. Je mehr du dieser Sekte entreißt, desto mehr Leute werden an deiner Seite kämpfen wollen. Dutch out. Alles klar. Hey, wer bist du? Du bist... Hab einen Auftrag für dich. Der wäre? Das viele reife Obst lockt Bären an. Ja. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße-Intus, die die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt okay. Sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Einschläfern. Oh Gott. Einschläfern. Bären.
Ich will ja nichts sagen, aber Big Profi drinne. Ich bin die Bärenflüsterin aus der Long Dark. Krieg Altin, ist Altkind-Ding. Wir gucken mal nach Missionen. Ich liebe diese Musik, die ist wirklich schön. Fords End, hier sind die, ne? Wir haben ja einiges zu tun, ne? Wir machen das natürlich mal hier. Ich glaube, das ist der Gruß. Also. Sie sehen aus wie Schweinebärmänner, tatsächlich. Was ist denn da los? Die sehen ja furchtbar aus. Nein, ich will dich nicht entlassen. Ich will gucken, ob ich... Ich habe nur einen Punkt. Oh, schade. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwie Punkte bekommen oder so. Aber ich habe Geld bekommen. Und ich habe gesehen, dass hier jemand steht. Wo ist er denn da? Oh, so ein... Auf einen Apfel hätte ich jetzt auch Bock. Guck mal, was wir hier kriegen. Waffen. Aber ich glaube, nee, mehr Waffen kriegen wir nicht. Ich will auch gar nicht mehr Waffen freischalten, wenn ich ehrlich bin. Wir haben den Bogen. Was wollen wir denn bitte mehr? Also, ein Waffenplatz für eine Sniper. Das wollen wir mehr. Nämlich für das Werte-Ding hier, wo ich immer noch nicht weiß, ob das... Aber wahrscheinlich können wir es dazu kaufen. Das Ding ist... Wenn du mich fragst, hat John deine Partnerin. Wer hat meine... Ach so! Lou Keaton. Anheuern. Reden. John hat meine Partnerin. Ja, hat er ja auch. Alle, die tätowiert wurden, wurden abgeholt. Pass auf dich auf. Tätowiert? Das auch noch. Sag mal, die Schreckung von nichts zurück. Wir gucken uns mal hinten den Zettel an, ne? Lesen? Wo ist denn hier was zum Lesen? Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit Bliss versetzten Dünger. Okay, das hatten wir schon mal. Das sind diese... Das sind da diese, ja. Die Silos. Jetzt ist der Bär hier raus, ne? Aber hier war noch ein Zettel. Da Buma. Notiz aus der Verpackungsanlage. Dark, ich hinterlasse dir diese Notiz, um dich an etwas zu erinnern. Lass den Büroschlüssel nicht im Verkaufsstand. Die wollen diesen Ort unbedingt haben. Mach es denen doch nicht noch leichter. Depp. Okay. Kann mir vorstellen, was wir hier drin haben. Nämlich einen Safe, den wir gleich knacken. Ha. Was haben wir hier? Dark, Debbie, hier ist eure Anwältin. Hört mal, ich weiß nicht, wo dieser John Seed Jura studiert hat, aber er hat uns erwischt. Er hat euch am Arsch, und zwar komplett. Aktuell sieht es so aus, dass er euch bis aufs Hemd auszieht, wenn ihr die Plantage nicht an ihn verkauft. Schön. Ha, auf diese Weise behaltet ihr wenigstens eure... Ja, Boma, warte! Ich weiß, das ist eine bittere Pille und es wird sich wie ein Verlust anfühlen. Sogar wie Diebstahl. Aber vielleicht geht ihr gerade bei dem Typen lieber auf Nummer sicher. Tut mir echt leid. Und meine Rechnung kommt per Post. Ja klar, gar kein Ding. Wir werden hier unterdrückt von unserem charismatischen Sektenanführer. Was ist los, Boomer? Was ist denn los? Was ist denn los? Ist eine Langeweile? Na, leg dich mal hin. Ich bin drinne, ja? Wenn du Hunger hast, hast du Pizza. Beste Hundefutter der Welt? Pizza. Das ist so traurig, ne? Das. Keiner kann was machen. Notiz aus dem Büro der Verpackungsanlage. Dark, löscht nicht die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Das wird zu groß. Ich weiß, was ich vorher gesagt habe, aber ich habe es mir anders überlegt. Die werden uns kein weiteres Angebot mehr machen. Vielleicht ist Vorsicht hier wirklich besser als Nachsicht. Falls wir uns geirrt haben, können wir immer noch zurückkommen. Lass uns das Angebot einfach bitte annehmen und gehen. Ich glaube, irgendwann bist du so viel und so lange unterdrückt, dass du keinen Bock mehr hast und einfach deinen Frieden willst und sagst, okay, dann kriegt ihr das, was ihr wollt, ne? Okay, unser Körperpanzer ist voll. Hier ist nichts weiter. All Coffee Self-Service. Dark Roast, Decaf, Hot Rod. Das Hot Water steht da bestimmt. Das Coole ist, in den Campingplätzen, in denen wir waren, war meistens der Kaffee kostenlos. Was gibt's Schöneres als kostenlosen Kaffee? Meistens war der sogar gut. So, wir knacken mal das Schloss. Oh Gott, wie lustig. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gewünscht hätte, dass hier so eine Schlossknack-Animation ist, aber passt schon. Was ist das? Silberbahn!
Silberbahn sind in allen Außenposten und an anderen Orten in Hope County versteckt. Nutze Silberbahn und Prestige, Waffenfahrzeuge, Kleidung und Skins in dem Geschäft in der Spielewelt zu kaufen. Du kannst Silberbahn auch im Shop im Pausenmenü kaufen oder ausgeben, wenn du keine Lust hast, dieses Spiel richtig zu spielen und durchwaschen möchtest. Gar kein Problem, aber dann gib nicht 50 Euro für ein Spiel aus. Kostet das Spiel überhaupt 50 Euro? Wie gesagt, mir wurde das zum Geburtstag geschenkt. Ich möchte jetzt niemanden runterbuttern. Es tut mir wirklich leid, das klang jetzt ein bisschen schnippisch. 40 Silberbahn. Ihr könnt natürlich alle gerne das Spiel spielen, wie ihr möchtet. Nur ich finde es halt immer schade, wenn man schon als Entwickler, klar will Ubisoft Geld machen, aber wenn man als Entwickler sowas einbaut, vielleicht ist das auch nur so ein Vorwand zu sagen, ja, wir wollen natürlich, dass auch Spieler, die gerne schnell spielen wollen, Spaß haben. Keine Ahnung, ob das, das nur eine faule Ausrede ist, ich weiß es nicht. Oh. Notiz? Okay, das ist auch der Büroschlüssel, natürlich. Ich suche hier Sachen, aber ich glaube, wir sind ganz schön voll, ne? Ich könnte ja mal gucken, ob wir Sachen herstellen können. Das ist ganz flüssig läuft... Na, hier bin ich falsch. Läuft ja die ganze Sache hier noch nicht. Molotov-Cocktails? Können wir uns ein... Ist voll, ne? Wir haben so gut wie alles voll. All night long. Ey, witzig, das kenne ich sogar, das Lied. Entschuldigt, jetzt singe ich auch noch mit. Wo läuft denn das Lied? Sag mir bitte, dass ich mit diesem Traktor fahren kann. Sag mir einfach bitte, dass das jetzt geht. Yeah! Was? Erreiche die Obstplantage. Beere hinter der Obstplantage getötet. Geht das auch mit dem Trecker? Kann ich die mit dem Trecker überfahren? Geht das vielleicht? Um Gottes Willen, wir haben einen Trecker. Das ist das... Komm hier. Okay, wir haben einen Trecker, wir haben geile Musik. Los geht's. Bären töten. Puma, pass auf! Okay, das ist ein Fass, ein Mast, nicht... Wo sind die Bären? Bären, wo seid ihr? Ich will gerade Trecker fahren, ist das okay? Braucht ihr irgendwie Hilfe oder so? Oh, sorry. Da ist ein Bär! Ey, ey, ey! Bär! Ich spüre meinen Trecker! Jetzt habe ich bestimmt wieder übersteuert. Hey, Bär! Warte. Oh, der ist wirklich wendig, der Trecker. Kann ich empfehlen? Jage ich gerade einen Bär mit einem Trecker? Das kann nur mir einfallen, ne? Ich mag aber den Trecker. Oh, oh, oh. Oh, wo ist der Bär? Der ist wirklich wendig, der Trecker. Hey! Hey, du blöder Bär! Ich glaube, du bist tot, hä? Oh, ich glaube, ich brenne. Ich schaffe es hier durch! Das geht schon! Oh Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Ich glaube, ich stelle Chaos an. Kann mich ja irren, aber... Okay. Ey, Bär ist tot. Ein Bär ist tot. Oh, oh, oh. Es brennt ein bisschen, aber ein Bär ist tot. Da oben ist der nächste Bär. Mein Trecker ist eingekeilt. Oh. Macht schon ein bisschen Spaß, ne? Muss ich ja mal... Kann ich mich irgendwie schützen vor dem Bär? Hier hochklettern oder so? Ich kann mir vorstellen, dass die... Genau, renn noch weg, Bär. Alle Kinding. Oh Gott, ist hier gerade der Part. Ist ja schon völlig zu Ende. Es tut mir leid. Wenn man Spaß hat, guck mal nicht auf die Uhr. Die Bären jagen wir im nächsten Part weiter natürlich. Ich hoffe, bis dann ist der Waldbrand abgeklungen. Das war meine Schuld. Und dann jagen wir die Bären weiter. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Far Cry. Nicht Primal, sondern 5 wieder. Bis dann. Tschüss. Going down.